Oh, jetzt habe ich aus Versehen den Ton ausgeschaltet. Wollen das ist doch gar keine Frage. Okay, ich kann mir das wünschen, opfern? Dass er etwas anderes macht, aber er tut es doch nicht. Was man konkret opfern will, ja, die NATO-Perspektive der Ukraine sowie die Oblasten Saporischschja, Cherson, Donetsk und Luhansk. So. Sagen Sie Frage mir, das ist doch nicht an mir zu entscheiden. Wissen Sie, Frau Strack-Zimmermann, nee, nicht ab. Was heißt, das ist nicht an mir zu entscheiden? Die russischen Forderungen sind relativ eindeutig. Also es ist jetzt nicht so, dass Russland so ein riesiges Brimborium aufmacht und nicht klar ist, was es will. Russland sagt, was es will. Nee, nicht ablenken. Was soll ich denn Butter dafür entscheiden? Die Fische. Was wollen Sie, dass die Ukraine ihren Ostteil abgibt? Ich möchte, dass die Krim bei Russland ich möchte, bleibt. Dass es damit aufhört, dass jeden Tag in der Ukraine Menschen sterben. Ich möchte, dass das aufhört. Dann rufen Sie in Moskau an und nicht in Kiew. Wissen Sie, wenn das da passiert ist doch. Ich habe eine Frage, ja. Weil Gott, also ein Publikum, was bei dieser dummen Moralisierung anfängt zu klatschen, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Also wie gesagt, wo kriegt man solche Leute her? Also die jeder Kriegspropaganda blind hinterherlaufen. Einen Moment lang eine kleine Zäsur machen kann. Die also hier wäre es jetzt gut, wenn Ali da einfach mal die russischen Forderungen gegenstellen würde und nicht sagen würde, das ist doch unseriös. Ja, natürlich ist es unseriös, aber man muss doch da vernünftiges Gegenargument bringen. Einfach diese, das ist doch unseriös, der reicht nicht. Man muss wirklich sagen, das sind die russischen Forderungen, so hat sich Russland in Istanbul verhalten, deswegen ist das, was sie hier gerade gemacht haben, Quatsch. Also so wie ich das gerade erklärt habe. Das sind immer so markige Sprüche, meine Güte. Darf aber es ist doch nicht die Realität. Ein neues Bitte. Argument mit in die Debatte bringen, das können Sie deshalb nicht kennen, weil der Mann ist erst am Freitag gestorben. Hat der Tod von Alexei Nawalny etwas an Ihrer Haltung, an Ihrer Sicht auf dieses Regime in Russland geändert? Frage an Maischberger. Hat der Tod von Gonzalo Lira etwas an deiner Sicht auf das Regime in Kiew geändert? Das wäre meine Gegenfrage. So. Ein Journalist, der mich sowas fragt, zurückfragen. Alexej Nawalny war überall in allen Nachrichtensendungen Thema. Und ich meine, ist ja auch wichtig, dass man ermordete Oppositionelle aus dem Ausland thematisiert. Ist ja nicht falsch, aber dann hätte man Gonzalo Lira doch genauso, was heißt ermordete? Im Gefängnis gestorbene, ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen, sollte eine Untersuchung geben, genauso wie bei Gonzalo Lira. Und ja, dann hätte man Gonzalo Lira genauso thematisieren müssen. Da kann man nicht sagen, wir thematisieren den einen und den anderen nicht. Wissen Sie, ich finde, ich war auch überrascht über die Äußerung von Olaf Scholz, dass er meinte, spätestens jetzt ist klar, mit wem wir es zu tun haben. Ja. Ich fand, das war vorher ehrlich gesagt schon sehr, sehr klar. Und was folgt also, daraus? Ich habe keine Sympathien für das russische Regime, aber umso wichtiger ist es doch, wenn man sieht, wie skrupellos Russland und Putin agieren, auch was man auch daran sehen kann, ist es doch umso wichtiger zu versuchen, da in Friedens... Diese Frage sollte man nicht beantworten. Also hier fordert sie quasi moralisches Bekenntnis gegen Putin ab. Und dieses moralische Bekenntnis sollte man ihnen nicht gönnen, sondern gleich fragen. Also wie gesagt, whataboutism, um es mal scheußliche Wort zu verwenden, das sollte man dann anwenden. Man sollte wirklich dann fragen, ja, wie steht's denn mit Gonzalo Lira? Wie steht's denn mit Julian Assange? Wie steht's denn mit den anderen zahlreichen Oppositionellen, die in der Ukraine im Gefängnis sitzen? Da sitzen über 1000 Menschen im Gefängnis, weil sie das Regime in Kiew kritisiert haben. Wie sieht's denn mit denen aus? Ändert das Ihre Einstellung über das Regime in Kiew? Also das sollte man hier dagegen setzen. Denn, also wie gesagt, Whataboutism, ich finde das Wort scheußlich, weil das einfach nur eine... Ja, das ist das Lieblingswort aller Heuchler. Wenn man auf die Heuchelei eines anderen hinweist, dann schreit der sofort Whataboutism, so als ob man kein Argument gemacht hätte. Dabei hat man hier auf einen real existenten Doppelstandard des anderen verwiesen, der eben diese ganze Diskussion auf eine moralische Ebene heben sollte, wo sie nicht hingehört. Ja, das Massaker von Odessa, das Massaker in Mariupol. Also in Mariupol, da sind faschistische Milizen, führend dabei Azov, eingerückt, haben Dutzende Demonstranten, friedliche Demonstranten massakriert und dann da in der Stadt ein Besatzungsregime errichtet. Also ja, das ist die Demokratie, die da verteidigt wird. Gespräche zu kommen. Das ist doch eine Folge daraus. Wie haben Sie das aufgenommen? Weil bisher habe ich nur Sarah Wagenknecht gelesen und die hat geschrieben, der Tod ist schockierend, auch wenn es noch offen ist, woran Putins Kritiker genau gestorben ist. Ja, aber dann kommt noch das danach.
Das ist in jedem Fall zu verurteilen. Ja, also das ist ja richtig. Haben Sie auch die Frage, woran er genau gestorben ist? Also ich finde, es ist sehr klar, dass er entweder direkt ermordet wurde oder dass er unter den schlimmen Haftbedingungen, dass er deswegen verstorben ist. Also der war ja in einem ganz schlimmen Gesundheitszustand. Ja. Das ist ja vorhin auch geschildert worden, wie schrecklich die Haftbedingungen waren. Das hätte ich nicht ganz klar. MT aus HB schickt dir was Gutes in den Chat. Oder was heißt was Gutes, was sehr besorgniserregendes? Der ukrainische Geheimdienst hat sich offen zu der Ermordung des Ilja Kyva bekannt. Also der ukrainische Geheimdienst brüstet sich damit, Oppositionelle zu ermorden. Auch das hätte man hier vielleicht mal anbringen können. Also wie gesagt, dass Putin ziemlich diktatorischen Regierungsstil zeigt und die Meinungsfreiheit einschränkt, Oppositionelle ins Gefängnis wirft und ja, einige Oppositionelle da auch zu Tode gekommen sind, keine Frage. Aber dass in der Ukraine genau das Gleiche passiert, in einem, wie ich meine, sogar noch größeren Maßstab und einer noch viel härteren Repression, vor allem gegen die linke Opposition, das wird hier nicht berichtet. Das gibt es nicht, das existiert nicht. Auch die Familie von Herrn Nawalny würde schon wissen wollen, was ist es genau gewesen. Deswegen finde ich es richtig zu untersuchen. Dass Russland verantwortlich ist für den Tod, ich finde, da gibt es keine Zweifel. Die Frau von Herrn Nawalny sagt, auf keinen Fall darf man dem Mörder die Hand reichen. Wissen Sie, es ist, hier muss man wieder unterscheiden zwischen Moral und dem, was man sich wünscht, was man richtig findet, was man sozusagen vom Herzen her möchte und dem, was in der Realität geschieht. Okay. Und es ist. Da macht Mohammed Ali einen guten Punkt. Also es ist schön, dass sie bei all dem so ruhig bleiben kann, aber das hier ist auch so wieder Mittel der Kriegspropaganda, Emotionalisierung. Instrumentalisieren des Opfers auf der einen Seite, also eines wertvollen Opfers, der Frau oder des wertvollen Angehörigen an der Stelle, der Frau von Nawalny. Nicht so wertvolle Opfer wie Gonzalo Lira und seine Angehörigen, die werden fleißig ignoriert, weil man den Fall wahrscheinlich schlecht schönreden kann. Also kann man ja nicht sagen, der hat das verdient, auch wenn es manche westliche Propagandisten versuchen. Aber ja, hier wird dieses Leid der Angehörigen instrumentalisiert, um eben für die eigene Sache Stimmung zu machen. Auf diese moralische Ebene sollte man den Diskurs gar nicht abgleiten lassen.